Hallo, ich bin Charlotte Schümann und ich erzähle euch jetzt was über mein Lieblingspferd Burley. Bitte verwöhne. Burley liebt Candace, Candace-Zocker. Also wenn ich auf die Idee kommen würde, jetzt ohne Candace-Zocker in die Halle zu reiten, das würde gar nicht gehen, weil er sich gar nicht bewegt. Und dann liebt er einfach Bananen und ganz viel Obst. So Mesh, richtiges matschiges Mesh mit Bananen, das ist so sein Leibgericht. Wir waren schon lange auf der Suche, aber es ist ja immer oft so, wenn man was sucht, dann findet man nichts. Und dann hat ein Freund von meinem Papa ihn angerufen, Heinz Werner, du musst mal kommen, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Pferd hier im Stall gesehen. Und dann sind wir hingefahren, ich habe ihn ausprobiert und haben jetzt nicht damit gerechnet, dass er sich so gut entwickelt. Also er hatte überragenden Schritt, überragenden Galopp, war aber halt total Baby, er war gerade 6, war nicht wirklich voll im Training. Weil er halt so leistungsbereit war und sich immer angestrengt hat, war es immer einfach, ihm alles beizubringen. Und deswegen hat er immer früh alles und sehr schnell viel gelernt. 6-jährig war eigentlich das erste Mal das Ziel, auf Bundeschampionat zu kommen. Weil ja, für ein 6-jähriges Pferd ist Bundeschampionat erstmal so ein ganz gutes Etappenziel. Das haben wir auch geschafft. Und dann konnte ich ihn 8-jährig leider nicht einsetzen, weil er krank war, hat sich in der Box verletzt, ist dann ein halbes Jahr ausgefallen und habe ich ihn dann langsam antrainiert. Und dann ging es 9-jährig eigentlich dann steil wieder hoch, die Karriere mit ihm. Also ich habe dann U21-Tour mit ihm geritten, die junge Reiter, Euro, war einmal Gold und zweimal Silber haben wir geholt. Nürnberger Bobpokal gewonnen, ja, dann ging es eigentlich wieder weiter. Stuttgart ist wie Aachen nur eine Halle. Ich habe gesagt, okay, das erste Mal bin ich jetzt bei der großen Tour. Ich habe nicht so hohe Erwartungen, ich wollte nur die ersten 8 kommen, einfach eine gute Runde hinlegen und gucken, was passiert. Und dass sich das so gut entwickelt hat und wir uns von Prüfung zu Prüfung steigern konnten, ohne Fehler dadurch, war natürlich dann das i-Tüpfelchen. Und deswegen ist halt Stuttgart für uns so ein ganz besonderes Turnier. Ich habe jetzt 74% im Spezial gehabt in Stuttgart, das war meine Bestleistung. Aber ich hatte immer noch viele Kleinigkeiten, wo noch Punkte liegen lassen, wo ich die noch liegen lassen habe. Und das kann ich halt in Zukunft, glaube ich, mit viel Training und mit mehr Routine, mehr Sicherheit, dass wir das noch verbessern können und dass dann noch ein paar Prozente nach oben gehen können. Hoffentlich. Was schätze ich an ihm? Er ist einfach ein Pferd, was immer will. Er ist immer positiv. Ich habe den ja schon 6,5 Jahre. Wir haben so eine harmonische und vertraute Beziehung zueinander. Das ist wie so mein bester Freund. Also es ist halt schon so ein richtiger Freund für mich. Also dem kann ich auch was erzählen. Mache ich auch manchmal. Aber er gibt mir auch sehr viel wieder. Also das Pferd gibt mir einfach Halt. Und wenn ich mal irgendwie mich irgendjemand geärgert hat, dann brauche ich einfach nur Birding reiten und dann geht's wieder gut. Also weil er einfach auch einfach Spaß macht. Er gibt mir so viel Spaß beim Reiten. Das ist einfach toll. Und das nächste Mal erzähle ich euch, wie meine sportliche Karriere angefangen hat.